Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Ausblick. Work in Progress natürlich. Wir haben die Aegir hier im Hafen stehen. Super schweren, schnellen U-Klasse-Kreuzer, der demnächst ins Spiel kommen könnte. Ja, seit kurzem jetzt doch dann endlich verfügbar. Wir haben es eigentlich schon viel früher erwartet. Jetzt ist der Dampfer endlich da. Hier steht er. Ja, wir haben hier schon mal gleich zwar eine Sache, die man gleich schon mal so sieht oder woran man sich erinnert fühlt, an die Siegfried natürlich, ist am Ende ja auch ein O-Klasse, super schneller, super schwerer Kreuzer, bloß mit eben nur 6 Rohren, A380mm. Hier haben wir jetzt quasi die Geschütze der Odin auf dem Rumpf der Siegfried, wenn man dazu sagen möchte. Und optisch ist das natürlich hier trotz alledem, wie immer, ein echtes Highlight. Ich persönlich muss auch ganz klar schon vorweg sagen, ich hatte mit der Aegir von Beginn an eigentlich relativ angenehme Gefechte. Bin jetzt ein paar gefahren, natürlich jetzt auch nicht schon 10, 15, 20. Aber ja, an sich fühlt sich das Schiff gar nicht mal so schlecht an. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, die zu skillen, ob nur total auf Survive oder doch ein bisschen auf Manövrierbarkeit. Die Tarnung ist relativ weit runtersetzbar und so weiter. Ja, das war das optische Modell. Jetzt gehen wir uns einmal kurz die Panzerung anschauen. Hat sich natürlich auch zur Siegfried nicht groß verändert. Das hier sind 27mm, das heißt Overmatch ab 386mm. Heißt auf T9 kann es schon schwierig werden, da vernünftig zu überleben. Gutes Winkeln ist die Hälfte der Miete. Allerdings muss man auch sagen, hier vorne sind es in der Kasematte dann nur 25mm. Hier unten ist es besser. Da seid ihr nicht so leicht overmatchbar. Wenn er also vom Winkel her gut steht, ja, dann kann hier auf jeden Fall relativ viel abprallen. Aber Kasemattenpenetration ist eigentlich immer drin. Ne? Für jemanden, der euch frontal beschießt und mehr als 386mm Kaliber hat. Hier an der Seite dann die 90mm. Wie gesagt, winkelfähig. Dann haben wir hier 190 und so weiter. Wir sehen hier schon, Turtleback ist auch wieder da. Wenn man mal das Deck jetzt wegnimmt. Jetzt muss man gerade gucken, das wird hier richtig. Ja doch, das gehört zusammen, okay. Ja, also eine überhängende Kasematte sozusagen. Und deswegen ist es auch relativ schwierig zu Zitadellen. Ist natürlich, die Panzerung ist jetzt nicht sonderlich dick. Ne? 90, 80, da sind wir bei 270. Und dann haben wir hier nochmal die 60mm. Ne? Also das ist jetzt nicht sonderlich dick, wobei für einen Kreuzer schon ganz ordentlich, muss man sagen. Also ich meine jetzt im Verhältnis vom von den Kalibergrößen und so weiter. Ja, sonst aufbauten 16mm, Deck 30. Auch da ist dann, ja, ab 30, was war das? 429mm sind das, glaube ich. Ab dann ist das Deck dann auch overmatchbar. Das heißt, eine Republik kann euch auch ordentlich was an Schaden reindrücken. Ist also, ja, naja, sportlich ist und bleibt ein Kreuzer am Ende, auch wenn es sehr viel interessante auch Schlachtschiff-Eigenschaften hat. Wie ihr es kennt, es geht jetzt direkt ins Gameplay und ich erzähle euch dann ein bisschen mehr zu dem Schiff, wie ich geskillt habe und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, viel Spaß. Da sind wir auch schon dabei. Wir sind hier in der Divi unterwegs. Teddy Krieger ist mit dabei mit seiner Georgia und haben uns hier für die linke Seite sozusagen auf der Karte entschieden. Sind ein paar mehr Schiffe dabei, also wir fahren hier nicht alleine. Hilft auf jeden Fall gerade am Anfang. Ich glaube, das Gefecht, was ich euch zeige, ist mein zweites Gefecht mit diesem Schiff oder dritte. Ja, also ich hatte bis jetzt oft ein ziemlich gutes Gefühl mit diesem Dampfer. Also gleich schon mal so ein bisschen vorweg. Also es war jetzt für mich nicht so schwer, mich mit dem Dampfer zu adaptieren. Panzerung und so weiter haben wir schon gesehen, ist, naja, wie gesagt, man kann sich immer mehr Millimeter wünschen. Ich wünsche mir gerade frontal immer noch ein bisschen mehr. Da sind es jetzt 27mm. Ob diese Schiffe von dem Panzerungsumbau möglicherweise profitieren und da in Zukunft irgendwie vielleicht 30 bekommen oder was, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube eher nicht, aber wir wissen es nicht. Wovon die Aegir definitiv noch profitieren wird, ist eben dieser, die Penetration der HE-Granaten, die Werte, die ich euch jetzt hier nennen werde, die sind natürlich noch die alten Werte und werden sich dann jeweils um 1 mm steigern. Das wird sich besonders bei der Sekundär bemerkbar machen, wo wir jetzt hier schon 31mm Pen haben, wo wir in Zukunft dann eben 32mm penetrieren können. Aber der Reihe nach. Wir haben hier 62.850 Trefferpunkte, ein hervorragender Wert oder ein guter Wert auf jeden Fall für
einen Kreuzer auf T9. Wenn ich mich recht entsinne, hat die Jambar, die ein Schlachtschiff auf T9 ist, nur geringfügig mehr Trefferpunkte als ihr. Torpedoschadensverringerung ist hier mit 37% angegeben. Auf jeden Fall ganz angenehm, dass ihr dann ein bisschen mehr aushaltet. Und dann kommen wir schon zu der ersten, zum ersten Prachtstück bei diesem Schiff. Das sind nämlich die Geschütze. Wir haben hier die Odin-Geschütze quasi von T8 einfach auf T9 gebracht. Ladezeit in meiner Skillung sind dann jetzt hier 19,4 Sekunden. Die Turmdrehzeit beträgt 34,5, das ist ohne Elite-Schütze. Und wir haben hier das Modul Hauptbewaffnungsmodifikation 3 drin, was die Turmdrehzeit ja ein bisschen verlangsamt, dafür aber die Nachladezeit beschleunigt. Ne? Also deswegen sind wir hier bei 34,5 Sekunden. Die Sprenggranaten sind wieder so typisch deutsch, eine gute Penetration, ein Viertel nämlich, also 75 mm sind es aktuell, 76 werden es dann wohl in Zukunft sein. 3600 ist der Alpha-Damage, 29% Brandwahrscheinlichkeit, ich habe die beiden Brandflaggen drauf, aber den Kapitän nicht noch auf Brand geskillt. Ne? Ist also soweit auch erstmal akzeptabel oder wie zu erwarten war, sagen wir mal so. Bei der AP-Granate sieht das erstaunlicherweise oder was man eigentlich so standardmäßig schon erwarten kann, auch wieder sehr gut aus. 9400 Alpha-Damage sind das hier. Standard-Abprallwinkel haben wir hier. Die Granatenstreuung kann ich mich bis jetzt nicht so richtig doll drüber beschweren. Natürlich, manchmal ist es auch da so, dass die Kanonen ganz schön trollen können. Aber ich persönlich fand es soweit ganz okay. Also auch kein super Ding, aber es ist ganz okay, kann man mit arbeiten. Ja? Umso näher man dran ist bei den Deutschen, desto besser funktioniert es ja auch da. Die Schiffe sind ja sowieso eher auf Mittel- und Nahkampf ausgelegt, anstatt auf den Fernkampf. Von daher, das, was ich hier mache, ja, ist so, ist gerade noch so mittlere Distanz vielleicht, weiß ich nicht. Also eher müsste man ein bisschen näher ranfahren, ja? Anstatt hier rückwärts vielleicht, ja, von der Charakteristik her. 865 Meter pro Sekunde fliegt das Projektil hier schnell und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen HE und AP, muss man sich also nicht umgewöhnen. Bei der Sekundärbewaffnung haben wir hier die Ladezeit von 3,1 Sekunden in meinem Bild und ja, eben die besagten 31 mm Panzerungsdurchschlag, die dann in Zukunft wohl 32 werden. Die Maximalreichweite für die Sekundärbewaffnung, die beträgt dann hier 11,5 Kilometer. Ja, also ihr könnt hier die Sekundär theoretisch zu der Überraschung der Gegner sehr gut ausbauen und dazu könnt ihr sehr guten Schaden auf, mit den 32 mm Panzerungspen dann eben auf den gegnerischen Schiffen machen. Reichweite allgemein von der Hauptbatterie sind nur 18,5 Kilometer, verleiht dem Schiff aber ganz klar diese Charakteristik, du musst näher ran. Gespickt ist der Kreuzer hier, der superschwere Kreuzer, O-Klasse Kreuzer mit Torpedos. Ja, wir haben an der Seite jeweils einen Werfer pro Seite, A4 Rohre. Ja, ist wieder nur die Standardreichweite leider dabei, 6 Kilometer, 65 Knoten schnell, 13.700 ist der Alpha-Damage. Ja, es ist halt, wenn man dann doch mal in den Nahkampf kommt und dann eben die Torpedos benutzen muss. Winkel sind soweit ganz okay, wo man die abwerfen kann. Und dann kommen wir schon zu einer ganz guten Sache, die mir jedenfalls ganz gut gefällt, ist die Flugabwehr, die hier einen ziemlich guten Job macht, wie ich persönlich finde. Kontinuierlicher Schaden 388, ich bedrösel das mal so ein bisschen für euch auf. In der Kurzstrecke haben wir 125 kontinuierlichen Schaden bis 2 Kilometer, 85% Trefferwahrscheinlichkeit. In der Mittelstrecke, die geht dann bis 4 Kilometer hoch, 382 kontinuierlichen Schaden und da haben wir dann 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Und bei der Langstrecke, die dann bis 6 Kilometer geht, also 200 Meter weiter als bei vielen anderen Kreuzern auf der Stufe, 137 kontinuierlichen Schaden und 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben hier natürlich auch Schaden durch Explosionen. 3,5 bis 6 Kilometer, 6 Explosionen, 90% Trefferwahrscheinlichkeit wohl, ja, 1617 Alpha Damage. Also ein ganz ordentlicher Wert. Die Sektorpriorisierung hilft hier auch ganz ordentlich, also 50% wird hier quasi der Schaden auf dem Sektor verstärkt, den ihr dann eben auswählt und 3,5% der Trefferpunkte der Staffel werden sofort abgezogen, wenn sie dann schon in der Reichweite sind. Also das ist ganz angenehm, wie ich finde.
Dann kommen wir noch zur Manövrierbarkeit. 35,2 Knoten ist hier die Höchstgeschwindigkeit. Also okay für einen Kreuzer. Motorboost und so weiter ist hier nicht vorhanden. Wie gesagt, ist ja auch eher ein super schwerer Kreuzer. Wendekreis 880 Meter und 14 Sekunden Ruderstellzeit. Das merkt man recht deutlich. Man hat eher so dieses Gefühl, man fährt so ein, ja, man fährt tatsächlich ein halbes Schlachtschiff irgendwie. Aber von der Sache her, ja, man kann sich dran gewöhnen, aber man kann es eben auch skillen. Ich habe es hier nicht geskillt. Ja, das hier ist ja Stockwert, diese 14 Sekunden. Wenn ihr sie skillt, dann kommt er so auf 11 Sekunden, was dann dem Schiff ein bisschen mehr Agilität verleiht. Allerdings ist der Wendekreis natürlich weiterhin der gleiche. Ne? Bei der Verborgenheit bin ich doch positiv überrascht worden. 11,5 Kilometer sind hier bei Doppelconcealment und Tarnung drin. 8,7 zu Luft. Das heißt, da sind dann ja, 2,7 Kilometer Speckgürtel, bis der Flieger dann in eurer Flugabwehr ist. Okay, muss man also, ja, kann man sich eigentlich gut vorschützen, ne, als Flugzeugträger. Ja, und wenn ihr im Nebel steht und schießt, geht der 11,7 Kilometer auf. Nachdem wir uns so ein bisschen die Werte angeguckt haben, die jetzt erstmal, die sind nicht super. Außer, ja, die Flugabwehr ist besser als erwartet, muss ich persönlich aus meiner persönlichen Sicht sagen. Die Erkennbarkeit ist ganz gut. Die AP-Munition der Deutschen ist ja eigentlich zu erwarten gut, sage ich es mal. Die war ja schon immer nicht schlecht, ja. Macht ordentlich Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nachdem wir uns das alles so ein bisschen angeguckt haben, gehen wir jetzt mal rüber in Richtung Verbrauchsmaterial. Ihr seht sie ja unten schon, wenn wir hier bei der North Carolina sind und die da behaken. Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam 2, 5 Sekunden aktiv, 54 Sekunden beträgt die Ladezeit. Das ist hier schon mit der 1000-Sasser-Flagge und so. Dann haben wir hydroakustische Suche, wieder die schöne deutsche, ja, mit 6 Kilometer Ortung von Schiffen, 4 Kilometer Ortung von Torpedos. Die ganze Geschichte ist 2 Minuten lang aktiv und ja, 108 Sekunden beträgt dann der Cooldown. In dem dritten Slot haben wir die Reparaturmannschaft, die 0,5 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte des Schiffes wiederherstellt, also eine Standardreparaturmannschaft hat. Die 377 Punkte ist mit der India-Delta-Flagge, wie sie das gehört, 28 Sekunden aktiv, über 10.500 Punkte pro Zyklus stellt ihr wieder her. Und ihr habt im Premium, in der Premium-Version hier 4 Aufladungen. Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, diese 4 Aufladungen sind dann schon mit dem Inspekteur. Ne? Also der ist da auch schon mit dabei. Ne? Weiter geht's dann mit den Verbesserungen, die ich hier eingebaut hatte. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Wir haben hier die Hauptbewaffnungsmodifikation drin, um die Ausfälle der Hauptbatterie so ein bisschen zu kompensieren. Ja, da bin ich noch ein bisschen am Experimentieren. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Schiff einigermaßen dazu neigt, regelmäßig mein Hauptgeschütz zu verlieren. Da muss man wahrscheinlich eher noch auf präventive Maßnahmen gehen und so eine ganzen Geschichten, damit das unwahrscheinlich bleibt oder ist. In Slot 2 habe ich eben die Schadensbegrenzungssystemmodifikation drin, um Risiko des Brandes und des Wassereinbruchs eben zu minimieren. In Slot 3 auch wieder ein klassisches Modul Zielsystemmodifikation 1, um die Streuung der Hauptbatteriegranaten um 7%, also die horizontale Streuung, zu reduzieren. Für die Torpedowerfer, ja, die braucht man so selten. Da brauche ich jetzt nicht die Drehgeschwindigkeit irgendwie nochmal besonders besser machen oder so. Das ist hier halt automatisch mit dabei. Ne? In Slot 4 haben wir dann Schadensbegrenzte Systemmodifikation 2, wo wir die Brandbekämpfung und den Wassereinbruch jeweils reduzieren. In Slot 5 habe ich mich hier erstmal für die Tarnung entschieden, um die Streuung der Granaten, die auf mich abgeschossen werden, zu erhöhen und selber halt auch nicht so weit aufzugehen. Vielleicht ändere ich das nochmal und verbaue dann das Schiffsverbrauchsmaterial Modifikation 2 ein oder die Steuergetriebe-Modifikation. Das könnte ja auch sehr, sehr hilfreich sein, um das Schiff agiler zu bekommen. Ja. Ich werde das beides mal ausprobieren mit der Zeit. Mal sehen, was mir mehr gefällt. Wie gesagt, wenn das Schiff dann im Spiel sein wird irgendwann, oder wenn ihr halt unsere Livestreams verfolgt, dann bekommt ihr halt gleich einen Eindruck. Und wenn das Schiff im Spiel sein wird, dann wird es ja auch dafür eine Schiffseinweisung bei uns wieder geben. Und dann wisst ihr, was aus unserer Sicht effizienter ist bei dem Dampfer. In Slot 6 habe ich mich hier erstmal für die Hauptbatterie-Modifikation 3 entschieden, um die Nachladezeit so ein bisschen runterzubekommen. Man könnte hier auch die Reichweite erhöhen, allerdings muss man auch sagen, ich glaube, wenn wir nachher über 20 Kilometer schießen, wird die Streuung, naja, noch anstrengender.
Auf 18 Kilometer ist sie schon nicht besonders gut. Auf diesen Mittelstrecken ist sie eigentlich ganz angenehm. Also ich habe das Schiff generell eher so in dem Bereich von diesen 15 bis 10 Kilometer versucht zu fahren. Ja, daher beruht da halt auch meine Aussage drauf. Ne? Auf der großen Distanz ist die Steuerung dann teilweise doch, naja, nicht so angenehm. Gut, dann kommen wir zu den Signalen. Blendet ihr euch quasi nebenbei auch mit ein. Ich habe hier die Flugabwehr verbessert. Ich habe hier die beiden Brandwahrscheinlichkeiten verbessert, also Victor Lima und India X-Ray eingebaut. Die 1000-Sasser-Flagge hier, November Foxtrot, Sierra Mike für mehr Höchstgeschwindigkeit und dann natürlich India Delta für die verbesserte Reparaturmannschaft, Juliet Yankee Bizo 2, Anti-Flutung und Zeit für die Brandbekämpfung reduziert. India Yankee ist da auch nochmal mit dabei. Und dann sind 8 Flaggen schon durch. Beim Kapitän, wie gesagt, präventive Maßnahmen fehlen mir hier in meiner Skillung aktuell. Da muss ich noch ein bisschen mit rumexperimentieren. Aber ich wollte euch zumindest schon mal einen Eindruck des Schiffes jetzt vermitteln. Deswegen mache ich das Video relativ zeitig. Also hier vorrangiges Ziel seht ihr ja, dass ich sehe, wie oft ich aufgeschaltet bin. In der zweiten Reihe ganz klar Adrenalinrausch, um von dem Schaden, den ich nehme, eben zu profitieren, dass ich da schneller wieder schießen kann. Im Moment habe ich dann noch den 1000-Sasser geskillt. Das werde ich wahrscheinlich dann mal umbauen. Und mal schauen, ob ich dann die präventiven Maßnahmen irgendwie da noch mit eingebaut bekomme. Und dann in der dritten Reihe habe ich mich jetzt hier für Grundlagen der Überlebensfähigkeit entschieden und für den Inspekteur aktuell. Und in Reihe 4 habe ich den Tarnungsmeister drin und dann eben noch den Brandschutz. Ja? Und das ist jetzt eigentlich schon so ein richtiger Survival-Bild, die mir die auf Schlachtschiffen quasi finden kann. Damit bin ich bis jetzt am zufriedensten aktuell zumindest, weil das schon das Schiff in eine ordentliche Überlebensfähigkeit bringt, zumindest in der aktuellen Version. Ihr habt ja jetzt schon mitbekommen, wie das Gefecht hier so ein bisschen gelaufen ist. Wir haben erst die Front da an der Seite verteidigt, nebenbei konnten trotzdem die DDs, die jetzt vom Gegner immer noch im Spiel sind, hier die Caps nacheinander erobern und wir müssen jetzt hier versuchen, so ein bisschen Gegendruck zu erzeugen. Die Siri ist dabei, Uwe ist hinten rumgefahren und macht da unten den Cap zusammen mit der Izumo und mich nervt jetzt hier dieser DD, diese Minsk. Ja. Und nebenbei habe ich ja links von mir noch diese Z46, die da auch noch mit aktiv ist. Also ich hatte permanenter Gefahr. Habe auch ordentlich Hydro benutzt immer wieder, wenn ich es denn konnte. Und er versucht natürlich jetzt hier ordentlich die Zeit für sich zu schinden. Ganz klar. Wir sind auch nur ganz knapp vorne. Ist allgemein ein ziemlich spannendes Gefecht gewesen. Da ging zumindest eine ganze Zeit lang gut hin und her. Und unten, jetzt gegenüberliegend von mir, da ist nämlich hier noch diese Drake drin, die den Cap jetzt geholt hat. Torps gut gedodged. Ich bleibe halt hier in Bewegung, ne? Das ist mein Plan. Wenn ich kein Hydro habe, dann versuche ich schnell auch mal den Kurs zu ändern, sodass man nicht immer wieder vorausschaubar ist, sozusagen vorher geahnt werden kann, wohin ich fahre. Die Drake interessiert sich überhaupt nicht für mich und fährt Breitseite halt weiter und fährt jetzt noch schön in meine Mumpeln rein, hat sie ganz leicht reingedreht und da haben wir dann auch die Zitadelle und somit ist dann auch nur noch die Zara und die Z46 im Gefecht. Wir auf unserer Seite sind eben noch 4 Schiffe, erobern jetzt die Caps nacheinander und können das Gefecht dann doch wirklich sicher in unseren Hafen lenken. Ich hoffe, dass euch dieses Gefecht so ein bisschen einen Eindruck von der Aegir vermitteln konnte. Wie gesagt, ich persönlich finde sie gar nicht mal so schlecht, dadurch, dass sie ein paar mehr Mumpel in der Luft hat. Fühlt sie so ein bisschen an, wenn man mal ganz doof sagen will oder ganz platt sagen will, fühlt sie so ein bisschen an wie die Odin auf T9. Vielleicht, ne, wenn man jetzt einen ganz komischen Gedanken pflegen möchte und den ein bisschen weitergeht, vielleicht wurden auch die Trefferpunkte so ein bisschen angepasst bei der Odin, damit sie quasi nicht mehr Punkte hat als die Aegir, ja. Muss man ja so im Verhältnis sehen, auch wenn da verschiedene Stufen dazwischen sind. Ja, wegen den gleichen Geschützen. Vielleicht ist da auch ein bisschen Schiffspolitik sozusagen betrieben worden. Ich hoffe trotzdem, dass die Odin sich nochmal ändert. Aber ja, wie gesagt, erstmal soweit alles in Ordnung. Jetzt werden wir mal gucken, wie World of Warships dieses Schiff weiterentwickelt oder ob es das Schiff weiterentwickelt. Und dann werdet ihr das natürlich hier wieder bei uns auf dem Kanal wie üblich erfahren. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen was
einen Eindruck vermitteln. Und dann sage ich einfach danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Sigrotz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.